Ein Mini-Idyll, geschaffen für ein Abtauchen in eine andere Welt. Das kann süchtig machen. Ich glaube, ich bin das vierte Mal hier oder so. Und ich denke immer wieder neue Sachen. Das ist einfach so, kann es nicht beschreiben. Ja. Und bei mir ist es jetzt das dritte Mal, ja. Aber ich war auch mal hier, als einiges noch nicht fertig war und die Alpen und sowas. Das wäre jetzt alles irgendwie neu und ist schon irgendwie total super, ja. Gleich nebenan geht es ins winterliche Schweden. Ein Industrieort weit im Norden. Damit es realistischer wirkt, wurden die weißen Flächen mit klein gemahlenen Glassplittern überzogen. Im Land von Astrid Lindgren stecken 140.000 Arbeitsstunden. Und viele schräge Ideen. In Kiruna ist Unmögliches möglich. Pinguine treffen auf Eisbären. Und scheinen hier alles zu beherrschen. Ob dieser Abschnitt auch dem kritischen Blick schwedischer Besucher standhält? Das hier ist ja nur eine Gegend in Schweden, ganz weit im Norden mit Schnee und im Winter. Ich fände es herrlich, Schweden hier auch im Sommer zu zeigen. Denn das sieht doch ganz anders aus. Und das ist dann Schweden. Gleich nebenan gab es gerade einen riesigen Crash. Einen der längsten Güterzüge der Anlage hat es aus der Bahn geworfen. Mike muss sich beeilen. Ja, die Gäste wollen fahrende Züge sehen. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, und zwar so schnell wie möglich, dass alles wieder funktioniert. Wenn man solche Züge hat, hat man ein paar mehr Bahnen. Das ist die kurze Variante mit 35 und der andere, den ich eben zurückgeschoben habe, der hat 52 Wagen. Wäre der umgekippt, dann hätte ich deutlich mehr zu tun. Den Super-GAU gab es 2006. Kein Zug bewegte sich, keine Weiche schaltete, nichts ging mehr. Während der Fußball-Weltmeisterschaft hatten wir hier einen Stromausfall. Da mussten wir leider alle unsere Gäste nach Hause schicken, weil das hat längere Zeit gedauert. Da hat jemand ein Kabel angebackert gehabt. Leichter für Mike. Die 1628, könnt ihr mir mal bitte ein Stück vorfahren? Ja, danke, anhalten bitte wieder. Endlich. Unsere Fahrt geht weiter. Zum letzten großen Ziel. Die Reisen um die Welt bleiben übrigens auf das Modell beschränkt. Lukrative Angebote, mit der ganzen Ausstellung ins Ausland zu gehen und Hamburg zu verlassen, haben Frederik und Gerrit Braun abgelehnt, zugunsten ihrer Mitarbeiter. Die Angst vor der Krise ist bei ihnen noch nicht angekommen. Ich glaube, dass das ein Teil unseres Erfolges ist, dass wir ganz oft überhaupt nicht drüber nachdenken, was könnten für Folgen passieren, sondern wir tun es einfach. Genauso im Modellbau. Wenn wir irgendwie sagen, Mensch, bauen wir hier was, die bauen einfach. Und wenn das schlecht aussieht, bauen wir es nochmal. Das ist zwar teuer, aber toi, 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 durch diese vielen Besucher können wir uns diesen Luxus leisten. Und wir haben zum Beispiel auch das Gefühl, wie wir es eben gerade andeuteten, dass wir ausländische Aufträge nicht annehmen, dass wir hier in Hamburg bleiben, hier sehr wohl sind, sehr glücklich mit dem Standort sind und nicht über uns hinauswachsen wollen. Das heißt, ich möchte nicht zur Bank gehen und Millionen von Euro Fremdfinanzierung aufnehmen und auf Pump irgendwo was bauen, was ja genau zu dieser Finanzkrise geführt hat. Das heißt, wir bauen so schnell weiter, wie wir es uns leisten können. Und zwar mit Eigenkapital, welches durch den Besucherzustrom reingekommen ist. Das heißt, wir können uns nicht überschätzen. Und das ist mir sehr, sehr wertvoll. Und deswegen geht es uns vielleicht auch in der heutigen Finanzkrise immer noch gesund und gut. Bei uns ist es andersrum. Die Bank fragt immer, wollt ihr nicht mal wieder einen Kredit haben? Und wir sagen, nö. Über die Schweiz, Österreich, Deutschland, Skandinavien sind wir im letzten Abschnitt angelangt. Den USA.
Hier fahren nicht irgendwelche Loks. Hier dominiert der Big Boy, die größte Dampflok der Welt. Und auf dem Highway ist die Hölle los. Die meisten der rund 5.500 Autos rollen hier, computergesteuert. Kein Klischee darf fehlen. Selbst Außerirdische genießen den American Way of Life. Nur 100 Quadratmeter und damit kleiner als Hamburg, misst das Land der großen Köpfe und kleinen Gauner. Elf Monate und 99.000 Arbeitsstunden waren nötig, um Amerika entstehen zu lassen. Hier könnten sich Pamela Anderson und David Hasselhoff wohlfühlen. Amerikanische Besucher sowieso. Wir wussten hiervon gar nichts bis letzte Woche. Ein Freund erzählte davon. Ursprünglich wollten wir ja jetzt nach Italien. Aber als wir davon hörten, sagten wir, gut, gehen wir nach Hamburg. Es ist toll für die Kinder. Über den großen Teich ist uns Gitter gefolgt. Irgendwo hat's wieder mal gekracht. Auch hier in den USA kennt sie jeden Zug und jede Weiche. Schließlich ist sie seit 9 Jahren dabei. Mittlerweile hilft auch ihr Freund immer wieder mal mit. Ihre Arbeit als Berufsmodelleisenbahnerin sah sie als neue Herausforderung. Und inzwischen ist Gitter schon fast ein Star der Anlage. Ja, das Schöne ist, wenn man hier im Wunderland anfängt zu arbeiten, man muss nichts Spezielles gelernt haben. Ich bin gelernte Goldschmiedin, habe dann ein bisschen in der Elektrobranche gearbeitet und bin durch Zufall, wie gesagt, hier reingerutscht. Und hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal bei der Eisenbahn arbeite, weil das gar nicht so mein Ding ist. Und wie viele Leute, die hier also arbeiten, haben privat gar nichts mit Modelleisenbahn zu tun. Naja, vielleicht verständlich nach 8 Stunden Arbeitseinsatz täglich. Wir erreichen unser letztes Ziel, Las Vegas Main Station. Vorläufige Endstation für die Reise um den Globus im Miniaturformat. Nach einer Gleislänge von 12 echten Kilometern. Im Ringen mit anderen Supermodellbahnanlagen in Deutschland soll die Hamburger Welt übrigens noch weiter wachsen. Notfalls per Brücke in ein Nachbargebäude, wenn der Platz nicht mehr ausreicht. Und Ideen gibt es genug. Afrika, Asien oder andere Planeten. Vorausgesetzt, sie haben Gleisanschluss.